Das obere Stück von der Laterne hat mich gerade irgendwie verwirrt. Laufgeräusche. Fällt mir gerade so auf. Der Wahnsinn. Ja, kein Horrorspiel ohne Laufgeräusche. Nur meistens sind die Laufgeräusche ohne einen Besitzer. Deswegen wird es zum Horrorspiel. Gut, aber... aus Fenster schauen. Ach. Können wir nicht irgendwas... ja, genau. Es geht und geht und schon immer fort und kommt doch keinen Schritt vom Ort. Ja, wahrscheinlich der Baum. Muss an jeden Fall. Ich bin sehr verwundert. Schau mal über das Fenster. Willst du dich wieder erschrecken? Ich glaube, du bist langsam sehr leise. Dann schreie ich jetzt wieder ein bisschen. Tu das. Es geht und geht immer fort und kommt doch keinen Schritt vom Ort, aber ein Baum geht ja nicht. Was geht und kommt doch nicht vom Schritt? Was geht, Alter? Genau. Ja. Und so. Da klingelt der Sandy und wir machen eine kurze Pause. Also, das sind wir wieder. Ja, bewegen sollte man sich trotzdem. Gut, der Baum. Hat der Baum uns irgendwas zu sagen? Aber gut, was bewegt sich und kommt keinen Schritt fort? Also, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas mit den Jahreszeiten in Verbindung mit dem Baum oder so? Nein, Quatsch. Das würde keinen Sinn ergeben. Der Brunnen. Mhm. Habt ihr auch immer einen Brunnen im Haus? Also ich mich nicht. Bin ich jetzt komisch oder? Ich weiß nicht. Was ist da mit dir? Ja, ich habe sogar einen in meinem Zimmer. Ach so. Dann bin ich wohl komisch. Es geht und geht schon immer fort. Und kommt doch keinen Schritt vom Ort. Und müssen wir überhaupt irgendwas anderes machen, oder? Wir haben ja keinen Schlüssel mehr und gar nichts. Eigentlich hat er ja gesagt, er will die Polizei anrufen, aber... wohl eher nicht so. Wie am Mortison. Hä? Hat er plötzlich gelesen. Im Telefonbuch. Wer soll darauf kommen? Wie am... ich glaube, ich ging mit ihm damals zur Schule. Er war in meiner Parallelklasse. Ich werde ihn fragen, was er weiß. Ich war mal mit ihm in der Schule, der weiß bestimmt was von meiner Mama. Der weiß sicher. Oh Gott, das ist... Lea. Oh Gott. Ja, also kann man den jetzt anrufen. Ja. Lea Mortensen. Ich denke, aber das war ja noch nicht die Lösung, oder? Von dem Rätsel. Ja, sicher nicht, aber... es kommt, es bringt uns weiter. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das Rätsel jetzt lösen müssen. Jetzt vielleicht nicht, aber später bestimmt. Später bestimmt. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, wir reden gerade ziemlich eintönig. Aber egal. Unsere Köpfe rauchen. Du. Hallo, Herr Mortensen. Hier ist... ach, schon wieder zu schnell. Haben Sie zufällig Zeit für ein Gespräch? Im Moment habe ich leider keine Zeit. Das ist ein Kerl. Aber kommen Sie doch bitte heute Abend vorbei. Ich weiß, dass es ein Kerl ist. Gut, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ich sollte hier noch nach weiteren Hinweisen suchen. Am besten ich schaue mir Mutters Arbeitszimmer noch mal genau an. Nochmal. Der hat bestimmt noch keinen Stimmbruch gehabt, der Vater von dem oder so. Was ist jetzt so ein Spruch? Der einzige Satz auf der Seite. Aha. Blättern. Lesen. Blättern. Sie bereute nichts. Sie tat alles aus Liebe. Aus Liebe zu ihm. Er, der ihr alles gab. Er, sie vollkommen macht. Hört mitten im Satz auf. Scheint nur eine Idee gewesen zu sein für einen Satz. Blättern. Ich glaube, da steckt ein tieferes im Dahinter. Du glaubst, überall steckt ein tieferes im Dahinter. Auf eine Liebhaber oder so. Oder vielleicht die Liebhaberschaft zu Gott oder sowas. Und
damit sie ihm näher sein kann, hat sie sich selbst aus Liebe zu ihm umgebracht, damit sie in den Himmel kommt. Es soll ja Leute geben, die an sowas glauben. Aha. Sehr ernst zu nehmen. Wer es macht, der nennt es nicht. Wer es sucht, der kennt es nicht. Findet er es, wird hinterdrein nicht mehr, was es war, ihm sein. Was ist das für eine Mutter, bitte? Den Spruch habe ich irgendwo schon mal gehört. Das ist irgendwie... Wie ist die denn drauf? Das ist irgendwas im Zusammenhang mit Nichts oder mit Armut oder sowas ist das verbunden. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Du lügst. Was ist das für ein Spruch schon wieder? Da, deine Frage. Moment, Mutter hat früher mit mir immer... Woran denkst du schon wieder? In der Badewanne geplanscht. Du? Ich kann es... Nee, das bist du. Das ist der kleine Bur. Ach ja. Ich kann es nicht lösen, es ist zu schwer. Gib nicht auf, Thomas, niemals! Das ist ernst zu nehmen, der Mutter. Kann sie doch nichts dafür. Das ist ein neues Foto. Rätsel. Mutter hat mir früher immer Rätsel gestellt, die ich lösen sollte. Sie wollte mir somit die Langeweile vertreiben, während sie an ihren Büchern geschrieben hatte. Oder hat. Der Spruch auf der Seite, die aufgeschlagen war, ist es ein Rätsel? Nein. Es geht und geht schon immer fort und kommt doch keinen Schritt vom Ort. Was meint sie damit? Das muss ein Hinweis sein, sie hat die Seite nicht bewusst so offen gelassen. Es geht und geht immer fort. Immer mal vorne teilweise aus dem Fenster schauen. Und wir werden diese Tür noch 12-mal betreten und hinausgehen. Okay, nichts ist am Fenster. Ich mag Fenster. Dich erschlägt hoffentlich irgendwann noch eine. Eine Fenster. Cool. Ja, und ich glaube, das Niveau geht gerade eben nach unten und unser Kommentarstil eben. Was? So. Nein! Doch, hab ich gerade irgendwie ein bisschen das Gefühl. Ja, du bist auch doof. Richtig. Ich bin auch voll dabei. Ach, mir fehlen Schockmomente. Es geht um vielleicht eine bestimmte Sache im Klo. Aber gut, das geht weiter. Die Spülung geht und geht immer fort. Nur wieder richtig ein ablassen muss. Es geht und geht immer fort. Die Schublade ist zu. Der Ball. Ja, keine Ahnung. Es geht und geht immer fort. Hast du eine Ahnung? Kann man das, ist es immer fort zusammengeschrieben oder zwei Wörter? Weil immer fort, das heißt, wenn zum Beispiel im Spiegel wäre oder so. Nee. Es doch, geht, zusammen. Ja, richtig, aber wenn es auseinander. Du weißt, würde es heißen, es geht immer weg, also fort. Also, ja, okay. Aber es geht beständig, glaube ich. Kommt kein Schritt vor. Okay. Ach man, da gibt's doch bestimmt. Also das Rätsel ist doch bestimmt nicht neu erfunden. Muss ich meinen. Oh, ist da was beigelaufen? Da war was, das hat irgendwie gewunken oder so. Hallo! Und ich war leicht geschockt. Ich hab's gar nicht gesehen. Nicht unbedingt erschrocken, aber geschockt. Lass uns zurückwinken. Ich weiß, was das bedeutet. Ab in den Garten. Immer zu den gruseligen Gestalten. Da sind wir daheim. Wie, keine Bilder. Wie, ja komm. Jetzt komm zurück, versteck dich. Ich weiß, dass du da bist. Was, versteck dich? Ich weiß, dass du da bist. Ja, versteck dich nicht mehr. Lieber. Oder doch, versteck dich. Weiß ich nicht. Ach ja. Jetzt gehen wir wieder rein und dann ist wieder Unordnung. Nee. Müssen wir wieder alles aufräumen. Und dann war doch alles nur ein Albtraum. In einem Albtraum. Und wie habe ich das vorhin verstehen dürfen? Ja, hallo, winken. Ach komm schon. Ich mag nicht Verstecken spielen. Gut, müssen wir jetzt zu jedem Fenster. Da läuft dann bestimmt irgendwann mal so ein Schatten durch das Licht, was durch das Fenster fällt. Warum tickt da eine Bombe? Ach. Ist ja gar nicht beunruhigend jetzt, wenn wir uns zum Aha, Beispiel guck mal. Plötzlich können wir es öffnen. Wow. Ein Wecker. Es geht und geht immer fort. Er scheint aufgehört zu haben zu ticken. Moment mal. Ja. Der ist ja kaputt. Der Wecker, der geht immer fort. Ja, meine ich ja.
Die sind ja gut. Das okay, das ist fast so gruselig wie der Fernseher, der sich wieder einschaltet, obwohl er kaputt, obwohl der Stecker draußen ist. Wo war sowas? Ich weiß auch nicht. Nee, in Traut war das nicht. Nee. War es wirklich nicht. Ja. Mein epischer Klingelton. Bin gleich wieder da. Also Leute, da sind wir wieder. Es hat sich herausgestellt, ich bin gleich weg. Deswegen machen wir jetzt das noch kurz und speichern dann und tschüss. Also, wir können...